Guten Morgen und willkommen im Black Mesa Transitsystem. Dieser automatische Zug dient der Sicherheit und der Bequemlichkeit des Personals dieser Forschungsanstalt. Es ist 8.47 Uhr. Die Temperatur an der Oberfläche beträgt 31 Grad. Wir erwarten heute eine Höchsttemperatur von bis zu 40 Grad. Im Black Mesa-Komplex wird die Temperatur ständig auf angenehmen 22 Grad gehalten. Dieser Zug kommt von den Ruheräumen in Level 3 und fährt zu den Testlabors und den Kontrollräumen in Sektor C. Sollte Ihr Ziel ein Hochsicherheitstrakt hinter Sektor C sein, so müssen Sie zum zentralen Transitkreuz in Trakt 9 zurückkehren und von dort aus einen Hochsicherheitszug nehmen. Falls Sie Ihre Identität noch nicht vom Retina-Sicherheitssystem überprüfen ließen, melden Sie sich bitte bei der Personalabteilung von Black Mesa. Dort werden Sie den Vorschriften entsprechend überprüft. Erst dann erhalten Sie Zutritt zum Hochsicherheitsteil des Transitsystems. Materialien, die im Black Mesa-Komplex verarbeitet werden, ist es innerhalb des Transitsystems nicht gestattet, zu rauchen, zu essen oder zu trinken. Bitte halten Sie Ihre Arme und Beine stets innerhalb des Zuges. Versuchen Sie nicht, die Türen des Zuges zu öffnen, bevor dieser an einer Haltestelle zum völligen Stillstand gekommen ist. Sollte ein Notfall eintreten, werden die Passagiere gebeten, sitzen zu bleiben und auf weitere Anweisungen zu warten. Falls ein Verlassen des Zuges unumgänglich sein sollte, bitte verletzte Personen zuerst evakuieren. Bitte halten Sie Abstand zu den Schienen, da diese unter Strom stehen, und begeben Sie sich zu einer Notfallstation, bis Hilfe eintrifft. Zur Erinnerung, der Zehnkampf auf dem Black Mesa Gefahrenkurs beginnt heute Abend um 19 Uhr auf Level 3. Das Halbfinale für das Hochsicherheitspersonal wird in einer separaten, nur mit entsprechender Berechtigungsstufe zu empfangenden Übertragung bekannt gegeben. Denken Sie immer daran, nicht nur Ihr eigenes Leben hängt von Ihrer Fitness ab. Haben Sie einen Freund oder Verwandten, der für das Black Mesa Team eine wertvolle Bereicherung wäre? Zurzeit gibt es freie Stellen bei Materialtransport und Wachdienst mit niedriger Sicherheitsstufe. Weitere Informationen erhalten Sie in der Black Mesa Personalabteilung. Haben Sie einen Bekannten, der über einen Hintergrund auf den Gebieten theoretische Physik, Biotechnologie oder anderen hochtechnisierten Fachgebieten verfügt, setzen Sie sich bitte mit unserer Rekrutierabteilung für Zivilpersonen in Verbindung. In der Black Mesa Forschungsanstalt werden alle Bewerbungen und alle Angestellten absolut gleich behandelt. Eine wichtige Erinnerung an alle Mitarbeiter. Damit Ihr Arbeitsverhältnis im Forschungsinstitut bestehen bleiben kann, müssen Sie sich regelmäßigen Untersuchungen hinsichtlich Verseuchung durch Strahlung und Giftstoffe unterziehen. Sollten Sie einen anberaumten Termin für Urinanalyse oder Strahlungsmessung versäumen, ist dies ein Grund für fristlose Kündigung. Wenn Sie glauben, während Ihrer Arbeitszeit in Kontakt mit radioaktiver Strahlung oder anderen gefährlichen Materialien gekommen zu sein, setzen Sie sich bitte umgehend Ihrem Strahlungssicherheitsbeauftragten in Verbindung. Arbeiten Sie sicher, arbeiten Sie klug. Ihre Zukunft hängt davon ab. Wir erreichen jetzt die Testlabors und die Kontrollräume in Sektor C.
Bitte treten Sie von den automatischen Türen zurück und warten Sie, bis der Sicherheitsbeamte Ihre Identität überprüft hat. Bevor Sie den Zug verlassen, vergewissern Sie sich bitte, dass Sie nichts vergessen haben. Danke. Wir wünschen Ihnen einen sicheren und produktiven Tag. Guten Morgen, Gordon. Sieht so aus, als wären wir heute etwas spät dran, was? Mal ein paar saubere Werte erhalten würden. Hey Gordon, ich hatte hier eine ganze Reihe Nachrichten für dich, aber vor ungefähr 20 Minuten hatten wir hier ein Systemabsturz. Ich versuche immer noch meine Dateien wiederzufinden. Das ist mal wieder so ein Tag, den man besser aus dem Kalender streicht. Im Test haben wir zwar auch Probleme gegeben, aber das ist glaube ich inzwischen wieder in Ordnung. Du sollst auf jeden Fall presto runterkommen, sobald du deinen Schutzanzug an hast. Die meisten Ergebnisse der Simulation sind absolut akzeptabel, wissen Sie? Ich hoffe, diese Abriegelungsparameter sind immer noch korrekt. Oh, schön, Sie zu sehen! Hat das nicht Zeit bis später? Tut mir leid, ich muss auf meinem Posten bleiben. Entschuldigen Sie, Freeman, aber im Moment bin ich ziemlich beschäftigt. Ja, alles sieht korrekt aus. Bitte lassen Sie mich in Ruhe, bis das Experiment abgeschlossen ist. Ich darf nicht vergessen, diese Fluktuation zu melden. Wir werden ganz einfach warten müssen, bis der Test abgeschlossen ist. Das ist komisch. Warum tragen wir eigentlich alle diese lächerlichen Krawatten? Das ist alles noch innerhalb der theoretischen Grenzen. Tut mir leid, Gordon. Zugang verweigert. Mir wurde ausdrücklich gesagt, dass ich dich ohne Schutzanzug hier nicht durchlassen darf. Ich frage mich, ob ich den Test nochmal machen soll. Wissen Sie, wer die ganzen Donuts hier aufgegessen hat? Tut mir leid, ich bin im Dienst, Gordon. Hat sonst noch jemand Hunger? Ich will jetzt nicht gestört werden. So,
Sollten Sie nicht schon seit einer halben Stunde im Testraum sein? Bis später, ich gebe ein Bier aus. Konnten Sie den? Sollten Sie nicht schon seit einer halben Stunde im Testraum sein? Sie werden ganz einfach warten müssen, bis der Test abgeschlossen ist. Sind Sie schon wieder? Diese Analyse wird heute einfach perfekt durchgezogen, nicht wahr? Richtig. Gehen Sie da weg, Freeman. Ich erwarte eine wichtige Nachricht.